Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. So, wir sind da. Ihr habt euch gut geschlagen, wo die Kräfte der Ambitionen jetzt auch ruhen mögen. Ich stimme zu. Ihr habt Merunes Dagon besiegt. Das ist unglaublich. Und da ist die Heldin der Stunde. Hi. So, mit ihr haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Evely hat uns eine verkürzte Fassung der Geschehnisse erzählt. Ich bin so froh, euch beide sicher und wohlauf zu sehen. Ihr habt einen Plan aufgehalten, der schon begann, noch ehe ich geboren wurde. Nun bin ich an nichts und niemanden mehr gebunden. Es ist fast schon bittersüß. Hey, ihr habt es geschafft! Ich habe gerade Madame Caprice und Kalia erzählt, was geschehen ist. Warum sprecht ihr jetzt nicht mit Madame Caprice? Ich habe schon zu viel von ihrer Aufmerksamkeit beansprucht. Die kleine Waldelfin hat eine übergroße Persönlichkeit. Ein wenig wie eine Unheilsbrut, scheint mir. Sie hat mich von dem Treffen in Leerwien wissen lassen. Kalia und ich werden gewiss teilnehmen. Doch da ist etwas, worauf ich euch aufmerksam machen möchte. Worauf? Es gab sonderbare magische Vorfälle in der Stadt. Sie begannen erst vor kurzem. Und auch wenn ich es nicht mit Sicherheit weiß, habe ich eine Theorie zu diesen Vorfällen. Nachdem ich gehört habe, was in Spaltcliff vorgefallen ist, glaube ich, sie könnten mit Lyhand in Verbindung stehen. Was meint ihr? Die kleine Waldelfin hat uns erzählt, dass Lyhand die Macht der Ambitionen gestohlen hat. Selbst für jemanden so fähigen wie Lyhand könnte diese ganze Energie überwältigend sein. Diese Art von Macht ist unberechenbar. Sie könnte aus ihrem innersten Wesenskern hervorsickern, bis sie gelernt hat, sie zu beherrschen. Meint ihr, das ist es, was die seltsamen magischen Vorfälle auslöst? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Doch wenn ich recht habe, bedeutet dies, dass Lyhand irgendwo in Ferngrab ist. Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bevor sie lernt, wie man über diese Macht gebietet, ohne eine Spur zu hinterlassen. Dies könnte eure letzte Chance sein, mit ihr zu reden. Ich werde versuchen, sie aufzuspüren. Ich weiß nicht, ob ihr Lyhand finden werdet, aber ihr könnt es versuchen. Ich habe meinen treuen Diener Hitzig entsandt, um den Störungen nachzugehen. Doch ich bezweifle, dass der Narr viel gefunden hat. Ungeachtet dessen werden Kalia und ich euch und eure Verbündeten in Leerwien treffen. Was könnt ihr mir sonst noch über diese magischen Störungen erzählen? Seht euch in der Stadt einfach nach funkelnden Bällen aus tanzenden Lichtern um. Ich habe gehört, dass sie recht schön sein können. Oder sucht meinen Diener Zeg. Ich habe ihn losgeschickt, um die Sache zu untersuchen. So oder so werdet ihr Lyhand begegnen. Oder auch nicht. Sie ist stur. Sogar für eine Dremora. Lyhand, hä? Ich werde euch suchen helfen. Treffen wir uns später am Platz der Portale, um uns abzustimmen. Okay. Machen wir. Wo fange ich jetzt an? Hört auf zu trödeln! Madame Caprice wird nicht erfreut sein, wenn wir nicht weitergehen. Ich finde die irgendwie cool. Okay. Ja, das meinen die also mit Lichtern. Selbst Dremora mit meinen Talenten können nicht allein gegen die Dagonisten und eine Armee lebender Katastrophen bestehen. Mhm. Verstehe. Euch kostete es nichts. Welchen Preis ich zahlte, möchte ich nicht besprechen. So, so. Ach, da oben. Wir wussten immer, dass dieser Punkt kommen würde. Hier trennen sich unsere Wege. Ah,
Also es sind ja offensichtlich Erinnerungen. Ach, da ist kleine sie. Sterbliche. Genießt ihr den Ausblick? Ich dachte mir schon, dass ihr nicht eher ruhen würdet, bis ihr mich gefunden habt, kleine Sterbliche. Ich bin vorhin der Waldelfin entwischt, doch ich weiß es besser, als zu versuchen, euch von euren Zielen abzuhalten. Ich vermute, ihr wollt mit mir sprechen. Na dann, sprecht. Warum habt ihr die Macht der Ambitionen gestohlen? Gestohlen? Destron ist tot, Sombrin ist tot und Kalia hatte ihre schon verloren. Ich habe gar nichts gestohlen. Was die Anachoretin angeht, sie ist ohne sie besser dran. Sie sollte mir dafür danken, dass ich sie von dieser Kette an ihre Vergangenheit befreit habe. War dies von Anfang an euer Plan? Mein Plan? Ich fing damit an, dass ich ein Geheimnis ergründen wollte. Ich hatte keine Ahnung, wohin mich meine Suche führen würde. Aber ja, je mehr wir aufdeckten, desto mehr wuchs mein Interesse an der Macht der Ambition. An der Fähigkeit, Schicksale zu ändern. Was nun als nächstes geschieht, das ist für euch nicht von Belang. Es muss nicht so enden, Lyrant. Oh, aber das muss es. Wo ich als nächstes hingehe, ist noch nie ein Sterblicher gewesen. Möglicherweise auch kein Daedra, wenn ich darüber nachdenke. Ich werde nicht zulassen, dass mir dabei irgendjemand im Weg steht. Nicht einmal ihr. Es ist Zeit, mich gehen zu lassen, kleine Sterbliche. Also wenn ich das richtig sehe, beende ich das damit. Und damit kann ich noch weiterreden? Wartet, da ist noch mehr, was ich euch fragen will. Sterbliche. Immerzu stellen sie Fragen, die keine Antwort brauchen. Doch ich kann euch nicht absprechen, dass ihr eine wichtige Rolle dabei gespielt habt, dass ich meine Ziele erreichen konnte. Ich werde also versuchen, eure Neugier zu befriedigen. Nur so. Fragt, was ihr wollt. Warum braucht ihr die Macht der Ambitionen? Um ein Versprechen zu halten, das ich vor langer, langer Zeit gab, kleine Sterbliche. Und das ist alles, was ich dazu sagen werde. Oha, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Unsere Verbündeten treffen sich in Leavin. Werdet ihr euch uns anschließen? Wir sind keine Verbündeten mehr. Ich sehe darin keinen Sinn. Meine Rolle hierbei ist gespielt und ich bin zufrieden. Da ist nichts mehr, was ich von Ihnen wollen würde. Oder von euch. Werden wir einander wiedersehen? Ich bin keine Prophetin, Sterbliche. Es zählt nicht zu meinen vielen Fähigkeiten, in die Zukunft zu sehen. Doch die Wirbel und Strömungen des Daseins können uns in ihrem Lauf zusammenbringen und auseinandertreiben. Niemand kann wirklich wissen, wann wir einander wieder begegnen. Ich habe keine Fragen mehr. Ihr wart schon recht nützlich, kleine Sterbliche. Ihr habt meinen Dank, was auch immer das wert ist. Wo ich auch hingehe, versucht nicht mir zu folgen. Unsere Wege trennen sich hier. Zumindest fürs Erste. Tja, ich schätze, sie hat jetzt herausgefunden, wie man diese Macht steuert. Wir müssen uns an den Portalen. Ich hoffe, das überlebe ich. Mit Evely treffen. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wo ich da überhaupt hinkomme. Ach, hier unten. Okay. Einmal quer durch die Stadt. Und ich meine, da hinten mussten wir nochmal durch, ne? Ja, genau. Evely? Hallo, Evely. Der kleine Almanach der Totenländer. Könnt ihr euch gerne durchlesen, während wir hier auf Evely warten. Auf jeden Fall ein schöner Zeitvertreib. Ach, da! Da seid ihr ja. Hattet ihr Glück? Bist du Taro? Ich habe überall nachgesehen und mit allen geredet, die ich finden konnte. Ich habe sogar jemandem einen meiner Pfeile gegeben und dann ist er damit weggelaufen. Ach, dieser Ort. Habt ihr Lyrant gefunden? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja,
Ich glaube, wir werden sie nicht wiedersehen. Zumindest nicht für eine Weile. Vielleicht ist es so am besten. Lyrant hat genauso hart daran gearbeitet, Merunes Dagon aufzuhalten wie jeder andere von uns. Doch uns war allen klar, dass sie das nicht um Nirns willen tat. Ich habe fast schon Angst, diese Frage zu stellen. Aber hat sie sich dazu geäußert, warum sie sich die Macht der Ambitionen genommen hat? Das hat sie nicht wirklich gesagt. War zu erwarten. Vielleicht ist es albern, aber ich hatte auf ein wenig Rückversicherung gehofft, dass wir nicht eine neue Bedrohung auf die Welt loslassen, nachdem wir die unmittelbar davor gerade erst vereitelt haben. Ich habe bei all dem ein mulmiges Gefühl. Doch es gibt nicht viel, was wir tun könnten. Ich habe eher das Gefühl, dass es eine private Sache ist. Wir werden einfach abwarten müssen. Ihr habt recht. Hoffen wir einfach, dass uns diese Sache nicht allzu bald einholt. Kommt schon, wir sollten uns nach Leyavin aufmachen. Die anderen dürften sich dort schon versammeln. Und ich kann unterwegs etwaige Nachzügler auflesen. Treffen wir uns dort? Ich treffe euch in Leyavin. So, das heißt, wir müssen jetzt nach Dunkelforst, ne? Genau, Leyavin. Da werde ich mich mal eben hinbegeben und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, wir sind im Kastell von Leyavin. Und wo ist der Rest? Achso, da. Hallo, Leute. Evelys Ideen für ihre Rede. Ja. Was? Könnt ihr euch gerne durchlesen? Mache ich jetzt nicht. Nicht so lange reden. Keiner mag eine Bogenschützin, die nicht weiß, wann Schluss ist. Auch nicht schlecht. Wo ist sie? Hier unten. Gut, ihr seid hier. Ich fürchtete schon, die Menge verfällt dem rasenden Hunger, wenn sie noch länger warten muss. Sorgt euch nicht. Es sieht so aus, als hätten alle gute Laune. Doch ich glaube, es sind etwas mehr Leute hier als gedacht. Wir haben all diese Leute herausgefunden, wo wir uns treffen würden. Anscheinend verbreitet sich die Kunde rascher, als wir dachten. Als ich herkam, hatten sich schon Leute versammelt. Alle wissen, was wir in Spaltcliff getan haben. Evely versucht noch, den Mut aufzubringen, allen etwas zu sagen. Doch sie könnte wohl etwas Hilfe brauchen. Ich werde mit ihr sprechen. Ihr solltet mit Evely sprechen. Ich glaube, sie ist etwas nervös. Die Waldelfin kann einen dätrischen Fürsten niederstarren. Aber öffentliche Ansprachen, das könnt ihr vergessen. Was werdet ihr jetzt tun? Gute Frage. Ich habe meine Erinnerungen zurück. Keine nennenswerten, sonderbaren Kräfte als Ambition und keine Last auf meinen Schultern. Ich könnte alles tun. Ich glaube, ich werde eine kleine Weile dicht bei Kalia bleiben. Tamriel ist für uns beide neu. Wir können gemeinsam unseren Weg finden. Werdet ihr irgendwann nach Ferngrab zurückkehren? Natürlich, es ist meine Heimat. Oder zumindest ist es das, was dem am nächsten kommt, was ich je hatte. Doch ich freue mich darauf, mich mit Tamriel vertraut zu machen. Es gibt so viel, das ich nicht weiß. Außerdem wird es nett sein, Kalia als Reisegefährtin zu haben. Wir können die Gesellschaft beide brauchen. Ja, ehrlich gesagt würde ich gerne mit den Gästen vorher reden, bevor wir jetzt mit ihr sprechen. Ich bin verstört. Dieser Ort soll eine Befestigung sein. Aber ich und die anderen durften sie schon nach ein paar flüchtigen Blicken betreten. Sterbliche sind viel zu vertrauensselig. Danke, dass ihr gekommen seid, Rynkios. Ihr habt gerufen, wir haben geantwortet. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Sterblichen von Leyavin unsere Anwesenheit gutheißen. Unsere Ankunft war für diejenigen, die Zeuge von ihr wurden, recht schockierend. Wir werden rasch wieder ins Reich des Vergessens zurückkehren, sobald dies hier durch ist. Keine Sorge. Ja, ich glaube, ich weiß auch, warum. Ach stimmt, mit dem haben wir auch schon Kontakt gehabt. So viele Sterbliche an einem Ort. Wie ertragt ihr alle bloß den überwältigenden Geruch? Viele sind gekommen, um die Helden zu erleben, die Merunes Dagon besiegt hat.
aller Orten hat man schon von eurem Erfolg gehört, Herren. Wenn aber noch mehr von diesen Sterblichen versuchen, mich zu streicheln, bin ich nicht verantwortlich für das, was dann geschieht. Was werdet ihr hiernach tun? Obwohl es mich mit Trauer erfüllt, dass ich nicht mehr an eurer Seite reise, muss ich zur himmlischen Sänfte zurückkehren. Madame Caprice hat sich bereit erklärt, mir bei der Suche nach einem anderen Weg zu helfen, mich von dieser verfluchten Form zu befreien. Vielleicht hoffe ich da auf zu viel, doch ich muss es versuchen. Niemals aufgeben, Arox. Keshu, wir sehen uns wieder. Haben wir doch gesagt. Zweimal habt ihr nun schon die Bewohner von Dunkelforst und vielleicht auch die von ganz Tamriel vor der Vernichtung durch Merones Dagon gerettet. Vergebt mir, wenn ich sage, dass ich darauf hoffe, dass wir uns nicht auf diese Weise wiedersehen. Hat die nicht genau das Gleiche eben schon mal gesagt? Was steht für euch als nächstes an, Gouverneurin Keshu? Dunkelforst hat wieder Frieden. Ich kann eine Weile mein Schwert ablegen und meine Tage damit verbringen, etwas Neues aufzubauen, anstatt kämpfen zu müssen, um das zu erhalten, was wir haben. Doch ich glaube, ich werde bessere Mauern um Gideon errichten lassen. Nur für den Fall der Fälle. Elam Drals. Wieder einmal glaube ich, dass mein Werk hier getan ist. Doch falls Merones Dagon noch eine harte Lektion braucht, so hoffe ich, dass sie an mich denkt. Das hat er schon mal gesagt. Hab Dank, Elam. Im Gegenteil, ich danke euch. Die Vernichtung von Tamriel wäre schlecht fürs Geschäft gewesen. Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, dabei zu helfen, diese Katastrophe abzuwenden. Ich wünschte nur, ich hätte einen richtigen Kontakt dafür gehabt. Kann man mit denen auch reden? Nee, das sind einfach nur die Zaungäste hier, ne? Oh. Habt ihr meine Meisterin gesehen? Lyrant, die Grauensherrin. Ich hab überall gesucht. Hat sie mich verlassen? Ja, scheinbar für eine Weile schon. Der Tag gehört euch, meine Freundin. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir Vandasia oder Merones Dagon ohne eure Hilfe hätten aufhalten können. Ihr habt auch eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe für meine Heimat und meine Leute gekämpft. Das hätte jeder Soldat getan. Doch ihr, meine Freundin, hattet den Mut, euch für eine Sache einzusetzen, die nicht die eure war. Und euch sogar Gefahren von jenseits dieser Welt zu stellen. Und all das für Fremde. Ich salutiere euch. Ist das nicht die Sippenkönigin? Oho, so viele interessante mögliche Kunden bei dieser kleinen Versammlung. Mit wem sollte ich zuerst sprechen, frage ich mich. Kümmert euch nicht um mich, Sterbliche. Ich bin auf euren Wunsch hier. Ich werde mich an alle Pläne halten, die ihr parat habt. Was werdet ihr jetzt tun? Geschäfte machen, wie immer. Die Kunden kommen und gehen und kommen wieder. Das Reich des Vergessens wird, ob des Nachhalls der Niederlage, von Merones Dagon noch eine Weile erbeben. Doch für mich ändert das wenig. Das Haus Caprice wird immer für jene da sein, die es brauchen. Ja, auch die haben eine große Rolle gespielt. Evely. Sieh sich einer all die Leute an. Das hatte ich nicht erwartet. Ich schätze, es ist nicht überraschend. Ihr habt die Angewohnheit, die unterschiedlichsten Leute zusammenzubringen, oder? Ich glaube, sie wollen eine Ansprache oder sowas. Dafür fehlen mir die Pfeile. Was soll ich denn sagen? Sagt ihnen, dass Tamriel dank uns sicher vor Merones Dagon ist. Wohl eher dank euch. Sicher haben alle hier ihren Teil dazu beigetragen. Doch keiner von uns würde noch hier stehen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ihr seid der Grund, aus dem Tamriel gerettet wurde. Wisst ihr, ich sehe zu euch auf. Ihr habt so viel mehr als das verdient. Aber hier, bitte, nehmt es.
Ja, und wir werden reich beschenkt. Wir erhalten einen göttlichen Kopf vom Set Grausamkeit des Kühnandantin, der Kühnandantin, und einen Dremnaken-Winzling, das ist so ein hässlicher Begleiter, und einen Fertigkeitspunkt. Leute, Debra, alle, mir liegen Ansprachen nicht besonders. Also bringen wir es hinter uns. Merunes Dagon hat versucht, Tamriel an sich zu reißen. Aber wir haben ihn besiegt und ins Vergessen gejagt. Nun, es gibt eine Person, die von Anfang an diesen Kampf führte. Und ich will sicher gehen, dass sie bekommt, was sie verdient hat. Verbeugt euch! Dunkelforst verdient es, seine Heldin zu feiern. Ja, ich schätze, da kommt dann jetzt nichts mehr. Es war mal wieder ergreifend, dieses Finale. Ich will auch nicht lange drum herum reden. In der nächsten Folge, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, dann machen wir den Prolog von Hochinsel, glaube ich. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Gegend. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Ähnlich wie Leavin, so von der Optik her. Und auch die Story. Naja, ich will mal nicht zu viel verraten. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Prolog wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.